Ilse war 5 und ging in das Bad. Aha. Wo Mutti ihre Gesichtsmaske macht. Oho. Sie hatte sie so noch nie gesehen. Man kann daher auch ihren Schrecken verstehen. Sie rief verzweifelt, Papi, schau an. Mami setzt den Gesichtsschimmel an. Oh, 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 Ilse! Hey, nur nicht genieren! Oh, 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 Ilse! Kann doch jedem passieren! Mit 16 war Ilse schon sehr gut gebaut. Der Körper einer Frau, doch picklige Haut. Oh, oh, oh. Im Gesicht sind nochmal ihr Tod. Sie weiß nicht mehr weiter und in dieser Not geht sie fest entschlossen, ihr Blick ist verrückt, in den Keller, wo sie die Pickel ausdrückt. Oh, 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 Ilse! Hey, nur nicht genieren! Oh, 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 Ilse! Kann doch jedem passieren! Mit dem Auto weg hat London zum Ziel. Endlich hat sie's Geld zusammen, ein Auto, sie weiß, dass Linksverkehr dort besondere Vorsicht heißt. Sie muss den Urlaub verschieben, das macht sie betrübt. Warum hat sie bloß schon zu Hause geübt? Oh, Ilse, Ilse, Ilse. Hey, nur nicht trainieren. Oh, 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 Ilse. Mit 30 wohnte Ilse in Bad Gandersheim. Ging mächtig in die Breite und war nur allein. Sie fing an zu hungern, nahm Pillen, trieb Sport, aß Sauerkraut, Obst, es war glatter Mord. Wurde dünner und dünner, das kommt schon mal vor. Beim Duschen verschwand sie durchs Abflussrohr. Oh,